Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ergebnisse der aktuellen PISA-Erhebung kommentierte der Tagesspiegel am 5. Dezember 2023 so, ich zitiere, die Leistungen von 15-Jährigen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen sind in Deutschland so schwach wie nie. Zitat Ende. In Mathematik liegt Singapur 100 Punkte vor Deutschland, was einem Vorsprung von mehreren Lernjahren entspricht. Und das ist eine Katastrophe. Verwunderlich ist, dass die CDU-Fraktion für ihre aktuelle Debatte ausgerechnet die PISA-Studie nimmt. Wesentlich geeigneter wäre der IQB-Bildungstrend gewesen, den allerdings wir bereits im November im Rahmen der aktuellen Debatte behandeln ließen. Offensichtlich hinkt die CDU der AfD-Fraktion immer ein Plenum hinterher. So werden wir wohl im Januar über einen Antrag der CDU-Fraktion zum Untersuchungsausschuss Heike Raab sprechen, obwohl wir schon jetzt einen solchen eingebracht haben. In die Auswertung zum Fach Deutsch flossen beim IQB-Bildungstrend die Daten von 33.000 Schülern ein. Aufgrund dieser hohen Anzahl konnten Rückschlüsse auf die einzelnen Bundesländer gezogen werden. Bei PISA wurden in Deutschland lediglich 6.000 Schüler getestet. Mir ist nicht bekannt, dass Ergebnisse für Rheinland-Pfalz existieren. Wir haben deshalb für die nächste Sitzung des Bildungsausschusses am 17. Januar einen Antrag gestellt, in dem wir die Landesregierung fragen, welche Informationen für Rheinland-Pfalz vorliegen. Allerdings sprechen sowohl IQB als auch PISA eine eindeutige Sprache. Ein Zusammenhang zwischen dem dramatischen Niveauverlust und der massenhaften Zuwanderung kann nicht mehr geleugnet werden. So heißt es in der PISA-Studie, ich zitiere, es ist offensichtlich, dass die Integration der Jugendlichen der ersten Generation ins deutsche Bildungssystem nicht gelingt. Zitat Ende. Doris Lewalter, Vorstandsvorsitzende des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien, wurde in einem Interview mit dem Spiegel am 9. Dezember 2023 auf Kanada hingewiesen, das sehr viele Einwanderer habe und trotzdem bei PISA regelmäßig gut abschneide. Lewalter stellte daraufhin klar, ich zitiere, die dortige Migrationspolitik ist sehr selektiv. Es ist Arbeitsmigration auf hohem Ausbildungsniveau. Es gibt in Kanada vergleichsweise wenig Geflüchtete. Gleichzeitig sorgt das dortige System dafür, dass vorwiegend Menschen mit sehr guten Englischkenntnissen einwandern. Das macht es leichter. Mit Deutschland lässt sich das nicht vergleichen. Zitat Ende. Einwanderung nach kanadischem Vorbild, eine Gründungsforderung der AfD. Und zu Spitzenreiter Japan erklärte Lewalter, ich zitiere, gleichzeitig geht die Zuwanderung dort gegen Null. Zitat Ende. Deshalb ist unsere Position eindeutig. Wir sagen, ohne Migrationswende keine Bildungswende. Ohne Migrationswende werden alle Maßnahmen der Landesregierung verpuffen, weil die mit der Masseneinwanderung einhergehenden Probleme unlösbar sind. In der von uns anberaumten aktuellen Debatte im November zu IQB haben weder CDU noch Freie Wähler die Bildungsmisere mit der Migration in Verbindung gebracht. Die Freien Wähler aus Feigheit, die CDU aus gutem Grunde. Schließlich ist es die CDU, die Partei von Frau Merkel, welche die unkontrollierte Masseneinwanderung zu verantworten hat und damit zu einem guten Teil auch die heutige Bildungskrise. Es war ihre Kanzlerin, die die Schleusen für Hunderttausende illegale Migranten geöffnet hat. Der damalige CSU-Ministerpräsident Seehofer bezeichnete das als Herrschaft des Unrechts. Dass diese CDU sich nun als Problemlöser gerieren möchte, das ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Ihre Kanzlerin hat uns diese Probleme eingebrockt. Die CDU ist kein Problemlöser, sondern ein Problemverursacher. Josef Kraus, 30 Jahre Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat erst kürzlich in seinem Aufsatz darauf hingewiesen, dass wir seit den ersten PISA-Studien wissen, dass ab einem Anteil von 20 bis 30% an Kindern mit Migrationshintergrund das Niveau einer ganzen Klasse bzw. Schule sinkt. In Ludwigshafen gibt es keine einzige Realschule plus und übrigens auch keine einzige Grundschule mit einem Anteil von Migrationshintergrund unter 30%. Deshalb, wir brauchen eine Verschnaufpause. Die Asylzuwanderung muss auf Null gesetzt werden. Um unser Bildungssystem zu retten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir auch Rückführungen. Rückführungen von Menschen, die kein Bleiberecht bei uns haben. Wir müssen an dieser Stelle ehrlich sein, wir schaffen das eben nicht. Die Masseneinwanderung überfordert unser Land, unsere Bürger und unsere Schulen. Mehr in der zweiten Runde. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren,
Liebe Kollegen, ich habe in der ersten Runde die PISA-Studie selbst und eine Reihe von Experten zitiert, die auf den direkten Zusammenhang zwischen den aktuellen schlechten PISA-Ergebnissen und dem Themenkomplex Zuwanderung und Integration hingewiesen haben. Ich hätte noch weitere Experten zitieren können. Mancher will es wohl einfach nicht sehen, aber das ist vielleicht auch der Grund für die aktuelle Situation Ihrer Parteien. Die Begleiterscheinungen des stark steigenden Anteils der Schüler mit Migrationshintergrund für den Schulalltag wurden in folgendem Beispiel sichtbar. Für die Ernst-Reuter-Realschule plus in Ludwigshafen sind für den Zeitraum von Januar 21 bis März 23 57 Polizeieinsätze registriert. Den eingeleiteten Ermittlungsverfahren liegen unter anderem folgende Delikte zugrunde: Einbruchsdiebstahl, einfache und gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ich nenne Ihnen Zahlen von Realschulen plus in Ludwigshafen, welche uns die Landesregierung vor wenigen Wochen mitgeteilt hat. Das war für das Schuljahr 22/23. Carolina Burger, 84% Migrationshintergrund, Anne Frank 83%, Ebert Park 80%. Und bei solchen Rahmenbedingungen verwundert es nicht, wenn ein immer größerer Prozentsatz der Schüler nicht in der Lage ist, den Mindestanforderungen zu genügen. Und noch etwas, wenn Frau Hubig von einer Stunde mehr Deutsch an den Grundschulen und einem Grundwortschatz spricht, dann ist das richtig, denn es ist ja die Umsetzung unserer Forderungen. Aber in Bezug auf die aktuelle PISA-Erhebung, in der 15-Jährige getestet wurden, hat das erstmal keine Relevanz. Denn was bringen diese Programme einem 13-jährigen Asylschüler, der als Analphabet nach Deutschland kommt? Danke sehr.